Fabian, du hast einen Vortrag gehalten zum Thema Ordnung statt Chaos, Metadatenmanagement in Data Lake-Umgebung. Welche Relevanz haben aus deiner Sicht Data Lake-Lösungen im Gegensatz zu klassischen Data Warehouse-Lösungen heutzutage? Ja, ich glaube einfach, dass Data Lakes gewisse Aufgabenstellungen deutlich besser lösen können, gerade wenn man jetzt im Hinblick auf unstrukturierte Daten geht oder Data Streams. Das lässt sich einfach nicht mehr klassisch relational abbilden und genau diese Lücke füllen aus meiner Sicht Data Lakes gut aus. Wir haben einfach andere Technologien, sind in der Regel clusterisierte Systeme, verteilt mit verschiedensten Komponenten für verschiedene Daten, mit denen wir einfach sehr gut komplexere Aufgabenstellungen abbilden können und eben auch mit gerade mit Datenstreams umgehen können. Und aus deiner Sicht, das Thema Metadaten ist wichtig. Was bedeutet oder was sind für dich eigentlich Metadaten? Da gibt es ja unterschiedliche Interpretationen, gibt es vielleicht sogar unterschiedliche Arten von Metadaten. Wie siehst du das? Ja, also ich glaube, allgemein findet man oft die Bezeichnung Metadaten sind ja Daten über Daten. Gerade wenn ich jetzt unstrukturierte Echtdaten habe, dann habe ich als Metadaten in der Regel dann strukturierte Daten dazu, die ich einfach brauche, um die Daten näher zu beschreiben. Allein auch für so einen ersten Blick. Es haben sich, glaube ich, so vier verschiedene Typen von Metadaten durchgesetzt. Das sind eigentlich immer so die technischen Metadaten, ganz klar. Die kennt man auch aus dem Data Dictionary beispielsweise. Es ist also irgendwie sowas wie die Datenherkunft, Dateigrößen, Dateinamen etc., die man einfach auch gut automatisiert erfassen kann. Dann natürlich fachliche Metadaten. Das sind einfach Daten, die auch irgendwie der Nutzer zuliefern muss, ja, wo irgendwie so ein Daten-Owner dahinter stecken könnte, eine Abteilung oder einfach nähere Informationen zu den Daten, was finde ich da drin, also KPI-Beschreibungen etc. Dann gibt es sowas wie operative Metadaten. Das sind dann in dem Fall, wenn wir in einer Data Lake-Umgebung sind, Daten, die dann wirklich in dieser Umgebung entstehen, die interne Prozesse näher beschreiben. Sowas wie vielleicht Ladeläufe von ETL-Strecken oder von Streaming-Jobs etc. Dann gibt es letztlich noch API-Metadaten, um einfach Schnittstellen zu beschreiben. Das wären dann typischerweise auch API-Spezifikationen, also sowas wie Swagger, RAML etc., OpenAPI, wo ich einfach Schnittstellen zum Data Lake beschreibe, wie andere Leute meine Daten abrufen können und eben die Methoden des Data Lakes aufrufen können. Okay. So. Sind im Grunde die Metadaten im Kontext von einem Data Lake dafür da, um die Daten zu beschreiben, die du in einem Data Lake hältst? Genau, um die Daten näher zu beschreiben, danach einfach suchen zu können. Gerade wenn ich jetzt eben mit verschiedensten Komponenten im Cluster unterwegs bin, weiß ich vielleicht gar nicht mehr unbedingt, wo die Dateien liegen, sondern kann da nicht einfach per Random Access draufgehen, sondern habe dann eben Metadaten, wo ich nachschauen kann, wo die Daten wirklich eingelagert sind und beispielsweise darüber zugreife. Mhm. Und wie erfolgt die Erfassung von Metadaten? Ist das toolgestützt? Ist das ein manueller Prozess? Wie komme ich da dran? Es sollte natürlich so weit, wie es geht, automatisiert werden, weil es einfach kein Schritt ist, den jemand händisch machen möchte. Bei technischen Metadaten, habe ich gerade schon kurz angesprochen, geht es sehr gut, weil wir eben mit Konnektoren zu den diversen Komponenten einfach irgendwie mitschneiden können, was kommt da rein. Und natürlich sowas wie Dateinamen oder Dateigrößen, Datenherkunft eventuell automatisiert zu erfassen, da geht es sehr gut. Klar, gerade bei fachlichen Metadaten, die muss ich irgendwie zuliefern. Das kann über einen technischen Prozess passieren, indem ich irgendwie Schnittstellen, also Begleitfiles beispielsweise, definiere und irgendwie von der Fachabteilung zusammen mit dem Data Ingest mitliefern lasse. Also so wie ich das verstehe, hängt da im Grunde auch eine komplette Governance dran, ne? Weil im Grunde musst du ja auch sicherstellen, dass die Daten, die du da erfasst, die Metadaten, sind ja dann wichtig in dem Kontext, dass die eine bestimmte Qualität haben. Das muss ja sichergestellt werden. Genau. Das ist eigentlich auch genau die Lücke, die die Tools an der Stelle versuchen zu schließen, dass sie eben genau dafür fertige Formulare mitbringen oder auch so sogenannte Business Glossaries, wo man eben gewisse Begrifflichkeiten innerhalb des Unternehmens standardisieren kann, beispielsweise gewisse KPIs mit bestimmten Namen festgehalten werden, mit einer gewissen Definition versehen werden. Dass man halt Namen jetzt nicht doppelt vergibt oder in anderen Kontexten wiederverwendet, sondern sich dann einmal einigt auf gewisse Begrifflichkeiten und die als Metadaten eben den Daten entsprechend zufügen kann. Und das sind eigentlich genau diese Fähigkeiten, die diese Tools da mitbringen, zusammen mit diesen vielfältigen Konnektoren, um Metadaten automatisiert zu erfassen, direkt beim Data Ingest. Also das bezieht sich dann auf diese technischen Metadaten. Das geht dann hin bis zu Kollaborationsfunktionen, wo ich dann vielleicht noch ein Wiki habe oder ein Rating in den Tools, wo ich sagen kann, das hat eine höhere Relevanz, das hat eine niedrigere
Relevanz an der Stelle. Das sind so diese gängigen Funktionen, die sie mitbringen. Dazu natürlich noch sowas wie so ein Data Lineage, was dann rein metadatenbasiert ist, wo ich sagen kann, wie sich die Daten bewegt haben, in welche Schritte haben sie durchlaufen in meiner Lake-Umgebung. Oder natürlich auch Audit-Informationen, die ich dann auch für Datenschutzthemen benötige, um nachzuweisen, dann und dann sind die Daten manipuliert worden von der und der Person oder dem und dem Prozess. Das sind eigentlich diese Grundfunktionen, die da abgebildet werden. Im Grunde bilde ich darüber meinen kompletten Lebenszyklus meiner Daten, kann ich dann auch dementsprechend nachvollziehen. Genau, dass man einen durchgängigen Fluss hat und vielleicht sogar noch die Relationen der Entitäten untereinander. Ja. Mhm. Super, vielen Dank.